Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Legislaturperiode neigt sich dem Ende zu und wir rufen zum ersten Mal in größerem Umfang die Arzneimittelthemen auf. Das liegt zum einen daran, dass wir einen vorgelagerten Pharmadialog hatten, zum anderen aber auch damit, dass wir mit Rabattverträgen, mit einem Festbetragssystem und mit der frühen Nutzenbewertung ein System etabliert haben, das nicht einfach zu verstehen ist, aber gute Versorgung zu vernünftigen Preisen gewährleistet. Und dieses System wird von allen Beteiligten akzeptiert, von Patienten, von Kassen, von Ärzten und von Herstellern. Und wenn man sich die Anträge der Opposition anschaut, dann glaube ich, dass wir auch einen großen Konsens hier im Parlament haben, vor allem bei den Gesundheitspolitikern, weil wir Patienten mit innovativen Produkten versorgen, das zu vernünftigen Preisen und für die Industrie einen verlässlichen und sicheren Rahmen vorgeben. Das ist ja auch im Kern die Grundidee des AMNOGs. Wir haben in den letzten Wochen Debatten und Diskussionen über den Sinn und Unsinn des Pharmadialogs gehabt. Und ich will das auch ganz klar und deutlich sagen, dass ich glaube, dass es ein ganz, ganz wichtiger Punkt war, dass wir diesen Pharmadialog geführt haben. Und es kam ja die Kritik, so nach dem Motto, da hätte es Vereinbarungen zu Lasten Dritter gegeben. Ich glaube, das Gesetzgebungsverfahren hat deutlich gemacht, dass wir als Parlament stark genug sind, unsere eigenen Akzente zu setzen. Und ich glaube, dass uns das beim Thema Vertraulichkeit in vorbildlicher Weise gelungen ist. Ich glaube, dass der Pharmadialog auch deshalb wichtig war, weil wir in der vergangenen Legislaturperiode der Pharmaindustrie einiges zugemutet haben. Ich darf das in Erinnerung rufen. Wir haben mit dem AMNOG ein System etabliert, das ein echter Paradigmenwechsel war. Wir haben das Thema Rabattverträge gestärkt. Und wir haben in der letzten Legislaturperiode einen Herstellerabschlag von 16% gehabt. Wenn man das alles zusammenrechnet, kommen wir auf ein Einsparvolumen in 4 Jahren von rund 20 Milliarden Euro in der letzten Legislaturperiode. Das ist ein Grundstein dafür, dass heute die GKV immer noch solide finanziert ist. Wenn man schaut, was wir sonst in anderen Bereichen gemacht haben und Sparbeiträge, glaube ich, dass es eben richtig war, dass wir mit der Industrie über Pharmapolitik diskutiert haben, dass wir mit ihnen erörtert haben, welchen Stellenwert hat die Pharmaindustrie noch in Deutschland. Wir waren mal Apotheke der Welt und heute werden wir dominiert von amerikanischen Pharmaunternehmen. Wo liegen zentrale Herausforderungen? Was können wir machen? Wie können wir Forschung stärken? Welche Trends gibt es? Und es geht, glaube ich, auch darum, im Pharmadialog, und das wird uns auch in Zukunft noch beschäftigen, wie vernetzt sich Forschung und Versorgung und kommen wir vielleicht am Ende mal zu einem System, wo es zu einem Verschmelzen von Forschung und Versorgung kommt. Und ich glaube, der Pharmadialog hat bei allen Beteiligten Erkenntnisgewinn geschaffen. Und ich glaube, dass wir damit gut aufgestellt sind, für die nächsten Jahre die zentralen Herausforderungen zu diskutieren. Und wenn wir als Parlamentarier nicht daran beteiligt waren, kann ich das verschmerzen. Ich kann Ihnen ganz offen sagen, ich habe den Bericht gelesen, da war nichts drin, was mir als Parlamentarier nicht vorher schon bekannt gewesen wäre. Im Gesetzgebungsverfahren ist einer der Schwerpunkte natürlich die frühe Nutzenbewertung. Und ich glaube, auch das hat der Pharmadialog gezeigt, dass das System sich bewährt hat, dass viele Probleme von der Selbstverwaltung gelöst wurden. Und wir hatten am Ende, glaube ich, 2 Themen, über die wir intensiv diskutieren mussten. Das war das Thema Vertraulichkeit, europäische Referenzierung. Und das Thema chronische Erkrankungen. Ich sage das ganz offen, dass ich nicht sonderlich traurig bin, dass die Vertraulichkeit nicht kommt. Das hätte im 21. Jahrhundert, wo wir über Transparenz und Ähnliches reden,
glaube, der Wähler schlecht verstanden. Und deswegen, glaube ich, können wir alle ganz gut damit leben, dass wir keine Vertraulichkeit der Arzneimittelpreise haben. Und ich sage auch, dass es eine Barriere für das Arztinformationssystem gewesen wäre. Ein ganz, ganz wesentlicher Baustein in diesem Gesetzgebungsverfahren, wo wir einen Akzent im Bereich Qualität der Versorgung setzen möchten. Und auch da wäre das Thema Vertraulichkeit ein Hindernis gewesen. Beim Thema chronische Erkrankungen war es richtig, dass wir die Möglichkeit geschaffen haben, dass flexiblere Preise gesetzt werden können. Und deswegen glaube ich, dass wir die zwei Punkte gut abgeräumt haben. Wir haben strukturelle Verbesserungen vorgenommen beim Thema Bestandsmarkt. Wir schauen, wie gehen wir mit Adaptive Pathways um, dass wir auch da eine entsprechende Antwort finden. Das Thema Begleitdiagnostik beim Thema personalisierter Medizin wollen wir nach vorne bringen, sodass es dann am Ende auch richtig war, dass wir zum Beispiel gesagt haben, dass wir auf die Umsatzschwelle verzichten, wenn wir sagen, wir wollen keine Vertraulichkeit, aber in dem Punkt zumindest der Pharmaindustrie ein klares Signal geben, dass wir ihnen eben auch sagen, dass es mehr Sicherheit gibt, dass es einen verlässlichen Rahmen für die Zukunft gibt. Meine lieben Kolleginnen und Kollegen, das Wichtigste ist aber, glaube ich, dass wir das Thema Qualität in der Versorgung nach vorne bringen. Ich habe schon das Stichwort genannt, Arztinformationssystem. Wir haben Arzneimittelversorgung in den zurückliegenden Jahren immer unter dem Aspekt Wirtschaftlichkeit diskutiert und nicht unter dem Aspekt Versorgungssicherheit, Qualität. Wir haben beim Thema Antibiotika, was macht? Wir schauen, dass wir das Thema Forschung im Bereich Kinderarzneimittel intensivieren. Wir schauen, dass wir das Thema Lieferschwierigkeiten nach vorne bringen, dass wir eine Meldepflicht etabliert. Aber ich glaube, dass wir da uns noch vielleicht in der Zukunft neuen Herausforderungen stellen müssen. Wir haben das Thema Zytostatika-Versorgung gut geregelt. Wir haben die Impfstoffausschreibung abgeschafft. Und es sind ganz, ganz wesentliche Bausteine, die die Qualität der Versorgung sicherstellen. Und das möchte ich zum Schluss auch sagen, wir haben ein Signal gesetzt an die mittelständische Industrie. Wir haben nicht nur Politik für Big Pharma gemacht, sondern eben auch für den Mittelstand, indem wir denen Handlungsspielräume eröffnet haben. Deswegen möchte ich mich an dem Punkt auch ausdrücklich bei der SPD bedanken, die da sich sehr kooperativ gezeigt hat, sodass ich glaube, dass wir ein rundes Paket haben, das uns Sicherheit, Planungssicherheit für die nächsten Jahre gibt. Deswegen möchte ich mich bei allen Beteiligten herzlich bedanken. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege. Als nächste Rednerin ist Frau Katrin Vogler von der Fraktion Die Linke.